Kaffee oder Jugendlager? Jugendlager. Geht viel mehr ab. Oh, Telefonanruf. Ich tue sehr gerne telefonieren. Und man kann alles gerade regeln am Telefon. Tee, aber ich muss zwar sagen, mittlerweile, seit ich im Pfarramt bin, immer mehr auch Kaffee. Schwierige Frage. Unentschieden. Traubensaft, weil beim Abendmahl am Morgen habe ich eigentlich lieber noch nicht Wein. Da will ich sagen, schlimme. Ich habe so gerne Süßes. Goldküste, ich meine, ich bin ja dort als Pfarrerin tätig. Oh, Tiefschnee, ganz klar. Da kann man seine Spur ziehen. Chaos. Obwohl ich eigentlich sehr ordnungsliebend bin, zwischendurch entstehen im Chaos die besten Ideen. Stress. Ich glaube, bei mir muss ein bisschen etwas laufen. Talar. Der Talar ist wirklich eines meiner Lieblingskleidungsstücke. Konfirmation, mit denen hat man halt wirklich als mit der Konfirmanden ein Jahr lang durchlebt. Taufstein. Ich begegne den Leuten gerne auf Augenhöhe. Paul Gerhard, würde ich jetzt mal sagen. Ein bisschen Kirchenverbundenheit steckt schon in mir. Schicksal. Ich glaube, es ist nicht zufällig und sonst fällt es mir zu. Ah, beides. Unentschlossen. Ah, dann nehmen wir den Papst. Wir sind doch ökumenisch. Da würde ich doch den Jakob sagen. Der hat nachher noch so viel bewegt und glaube auch aus seinen Fehlern gelernt. Zuhören. Ich finde, wir hören eigentlich einander viel zu wenig zu. Geist, ganz klar. Wurst essen ist viel verbindender. Ich wüsste, schaue ich gern, was meine Küssnachter, Fahrkollegin Judith Weiss, zu sagen hätte. Notfallseelsorge-Einsatz oder Gottesdienst? Notfallseelsorge. Der Mensch und das Gegenüber liegt mir am Herzen.